Ja, Leute, was geht? Thomas, halt's Maul, Alter! Was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist leider heute Wi-Fi D. Was geht ab? Super, der Witz wird nicht alt, aber gut, wir hoffen, dass Lukas irgendwann alt wird, damit wir auf jeden Fall Ruhe von ihm haben. Wir sind heute hier wieder bei einem YouTube-Kacke-React, meine Freunde. Und ich habe hier erstmal einen ganz kleinen Song für uns am Anfang, wo ich natürlich hoffe, dass wir direkt keinen Copyright-Strike reingedrückt bekommen. Master Davis Vivo hat hier auf jeden Fall ein bisschen was Schönes produziert. Und ich würde sagen, auf geht in diesem Master-Poop. Der macht ja gerade einen Master-Poop-Monat und ihr könnt auf jeden Fall mal bei ihm vorbeischauen. Alle Links natürlich wieder von der YouTube-Kacke ist in der Videobeschreibung. Und ich sage mal so viel, meine Freunde. Wenn ihr Bock habt, lasst mir gerne ein Abo da, ist kostenlos. Bei Lukas kostet das Ganze 20 Euro. Letzter war doch. Wir machen jetzt direkt Tanzverbot. Das ist von meiner Mose. Reale Schwanzgröße. Nein, das von meiner Mose kommt gleich auch noch, mein Freund. Heute werde ich mich abschließen. Lächerlich. Ja. Labert man nicht rum. Zu meiner früheren Zeit habe ich das dann nach und nach nicht mehr eingesehen. Kostenfrei anal sehen zu machen. Ja, klar, klar. Viele, die mich schon über Jahre ficken, wissen höchstwahrscheinlich, über welches Produkt ich rede. Handelt sich um diesen Energy-Trink. Diesen Energy-Trink. Ich habe übrigens diesen Dreckskork zensiert. Ja. Und so möchte ich das. Und ich will nicht, dass mein Penis und ich miteinander gemischt werden. Weil klar. Natürlich, natürlich, klar. Ich kann dazu mehr nicht sagen. Ja, ja. Bis zum nächsten Video, euer Scheißgeburt. Ciao. Dann schauen wir doch mal ganz kurz, was Tanzverbot hier zu Cacdonald zu sagen hat, wenn wir gerade schon dabei sind bei ihm. Auf jeden Fall momentan sehr viel Tanzverbot-YouTube-Kacke. Feiere ich auf jeden Fall. Hab ja auf der BMScom mit ihm ein Bild gemacht und ich glaube, er ist auch großer Fan dieser YouTube-Kacke. Das ist auf jeden Fall. Ich glaube, er ist ein großer Fan von dir, oder? Ich glaube, dass deine Mutter ein großer Fan von mir ist, du Spasti. Mach jetzt so. Yo, Leute. Da ist schon wieder vorbei bei mir, auf jeden Fall an der Stelle. Kein Kommentar. Immer noch besser als das Wi-Fi D-Intro auf jeden Fall. Ach, halt so. Kein Doppel-PMs zu dem Thema, weil ein PMs im Arsch von einem Mega ist. Das geht mir mega auf den Sass. Ich muss mich jetzt zum Thema äußern, dann, wie man hier leider gerade nicht im Hintergrund erkennen kann. Hinter dem Hintern befinden sich ungefähr 10.000 Aktions-Mega von McDonald's. Alter, krass. Ich bin ein. drei Burger weggeatmet. Kann man einfach nicht anders sagen. Es ist einfach so. Kennst du das, wenn du so YouTube-Kacke siehst und du denkst dir so, nein, die kann ich mir jetzt nicht angucken, ich muss warten, bis wir darauf reagieren? Das habe ich in der Abo-Box gesehen und wollte so hart anklicken. Aber ich auch, hab's, ich habe es auch noch nicht gesehen. Bei der Live-Speise dort ist der McScheiße im ganzen Umfang, das McScheiße-Menü. Ja. Richtig geil, einfach schon mal, dann kriegt man das, dann setzt man sich irgendwo hin, dann scheißt man irgendwo hin, dann kriegt man das, man sieht diesen Mac, ja, dann fängt man an, man fängt so langsam an anzufangen, man will natürlich den Anfang nicht gleich zum Anfang haben, man frisst so ein, zwei Pommes, frisst so ein bisschen Koks, trinkt mal so ein bisschen Pommes, frisst so ein bisschen Koks, frisst so ein, zwei Cola, zusammengemischt mit Lalwasser und diesem Lalwasser, ja, richtige Kacke, ja. Dann da war wir gemeinsam beide den McRib an. Vorher beurteilen wir ihn immer, ob er sich in einem... Locker nach dem Video, der hat einmal alles gegessen, was es gab. ...im guten Zustand befindet. Der beste, optimalste Zustand ist... Warm und lecker. Es ist praktisch, um McRib zu essen, ohne... Schaut euch jetzt immer raus an Lukas, als er 12 war. Klar. Man spürt ein Grummeln. Im Arschloch. Es ist dieses... Ja, Mann, ich krieg fucking motherfucking... Fucking Durchfall. Dann gehe ich auf die Toilette. Dann kacke ich richtig schön laut, fühle mich richtig wohl dabei, weil ich einfach wusste, es ist kein anderer da, keiner konnte mein Kacken hören. Ja. Guck ich so nach rechts und guck nach links. Und denk mir so, oh nein. Ist da dieses einlagige Dreckstoilettenpapier? Nein, nein. Was ich meine? Nein. Will ich nicht, ich finde das nein. super eklig. Nein. Dann fange ich an abzuwischen, bam! Kompletter dotter Durchbruch. Ich spiele mir praktisch am Arschloch rum. Und ich denke mir, wollt ihr mich eigentlich verarschlochen? McDonald's. Es gibt keinen McDonald's, das pleite geht. Wenn Kundentoilette kann man doch erwarten, dass dort Papier ist, was Papier ist und nicht Papier, was kein Papier ist, aber McDonald's, wo man als Kunde viel Geld ausgibt, um Durchfall zu bekommen. Viel Geld gebe ich aus, um Durchfall zu bekommen. Ich kack's. Aber warum nicht, ne? Warte ich doch, dass sie mal 500.000 Euro mehr investieren, um hier so einen Klon anzubieten und nicht so einen Kanal, der sich am Arschloch und Finger. Das geht mir auf den Sack und das sind Zustände, die mir einfach auf den Sack gehen. Und das sind so Dinge, die mir auf den Sack gehen. Das geht mir über auf den Sack. Ich finde es so wichtig, Digga, dass er die wirklichen Probleme in der Gesellschaft gerade einfach mal straight up einfach anspricht. Das sind Sachen, die gehen mir auf den Sack. Das wollte ich nur einmal erwähnt haben. Ja? Junge, wie viel Eier ist die?
Ich fress. Das ist so eine stumpfe Kacke. Und genau, aber so Kacke muss ich lachen, Junge. Ich bestehe zu 80% aus Kacke. Das ist kleinlich. Aber es ist doch trotzdem eklig. Drück ich an diesen Seifenspender, kommt da Seife raus? Ich drück da 100 mal rauf, hab ich 100 Seife drauf. Wisst ihr, wie eklig ich mich gefühlt habe? Weil Seife ist eklig. Deswegen wasche ich mich auch nicht, weil das ist ein ekelhaftes Gefühl. Waschen ist eklig. Dann kannst du auch mit einer mit einer vollgekackten Hand so außen rumlaufen. Das wollte ich einfach nochmal so groß geworden sein jetzt hier. Wolle, wusste auch schon Bescheid. Das hat mich gestern echt aufgeregt. Gut, ich würde sagen, Lukas, das reicht an der Stelle auch. Also das ist auf jeden Fall echt nochmal wichtig gewesen, dass wir auf diese Probleme auch wirklich aufmerksam gemacht werden. Danke. Sagen, lass uns bitte den Rest nicht privat gucken, sondern lass uns den Rest bitte in einer weiteren Folge gucken. Okay, machen wir so. Das ist so gut, Leute, das ist so gut. Aber wir sind ja schon wieder bei 20 Minuten. Mein Gehirn löst sich wieder zu Brei auf und ich werde es gleich ausscheißen. Außer, dass es mein Speicher. Was scheißen du dann genau raus? Weil Gehirn ist dann nicht so bei dir der Fall. Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schaut nicht bei Lukas vorbei und abonniert den Jungen nicht. Macht's gut, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Alle Links in der Videobeschreibung, ich küsse eure Augen. Haut rein, ciao.